Sissi erfährt von Marie, weshalb ihre Mutter krank geworden ist. Graf Arkas und die Banditen zwingen den Arzt Ludovica, das letzte Geld für die Behandlung abzuknöpfen. Hören Sie auf, bitte! Hier geht alles zu Bruch, Doktor, wenn Sie nicht tun, was ich gesagt habe. Sissi und Toni überlisten Arkas und entdecken ihr gestohlenes Geld. Nicht schon wieder. Immer diese verfluchte Sissi. Helenes Versuche, Sissi zu imitieren, erheitern Franz und Karl. Mama, geht es dir besser? Ja, Sissi, liebe. Ludovica ist endlich wieder gesund. Madame Lapoisse! Ich weiß, Graf Arkas hat Ihnen gesagt, Sie sollen uns rauswerfen. Doch keine Angst, wir gehen freiwillig. Und wenn Sie Graf Arkas wiedersehen, wünschen Sie ihm die Pest an den Hals. Arkas hat bestimmt deine Mütze gefunden. Wir sollten uns besser beeilen. Er könnte jeden Moment wegen dem Geld hierher kommen. Du hast recht, Toni, aber wir wollen die anderen nicht beunruhigen. Ja! Die Mütze der Prinzessin gefällt mir ehrlich. Du, Meister, ich muss ja die Mütze doch nicht wieder zurückgeben, oder? Nein, natürlich nicht. Du musst sie nur schön hinhalten, damit sie unsere Moneten reinschütten kann. Hast du denn noch Stroh in der Birne, Birne? Schneller, schneller, wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Und was ist mit uns? Sollen wir auf eurem Schoß sitzen? Ist etwa kein Platz für uns? Sieht so aus. Ich schätze mal, ihr Jungs müsst hinter uns herlaufen. So einfach ist das. Doch, gib mir! Doch gibt es Uneiner her mit der Daisy! Herr Daisy! Ich versuche, den Grafen abzuschütteln und einen sicheren Platz für die Nacht zu finden. Bitte kümmern Sie sich inzwischen um meine Mutter und die zwei Kleinen, Dr. Lazarius. Los, schnell! Ella! Schnuffel, lauf, geh zu Mama und Marie. Toni, du sorgst dafür, dass Arkas ihm nicht folgt. Ludwig und Konrad, bleibt dicht bei mir. Da sind sie! Jetzt haben wir sie! Unser Zaster! Ho! Wow! Na, 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 ihr kriegt uns nie! Das werden wir ja noch sehen! Krieg mich doch! Zur Hölle! Hier, Herr Labusch! Du auch, Birne! Beeilt euch! Sie wollen übers Dach entwischen! Schneller! Arkas ist direkt hinter uns! Diesmal entkommt ihr mir nicht, das schwöre ich euch! Was man nicht alles auf sich nehmen muss, um ein Ganovenleben zu führen! Keine Chance. Und da kommt Arkas. Hey, dieser Kreis mit dem Daibi. Ruhe, Ruhe da oben. Kreis, Kreis, Kreis. Verschwinde, du dummer Vogel. Mach den Abflug. Du, Radau, Bruder. Ich werde dir zeigen, an den solchen Lampen. Nein, das war ich nicht allein. Gut gemacht, Klappermaul. Ich schätze, es sind wir Arkas für eine Weile los. Dein Sturz in das Fenster bringt mich auf eine Idee. Thank you.
Wenn wir da hinuntersteigen, finden wir bestimmt einen Durchgang zur Straße. Kommt und bleibt dicht hinter mir. Was? Oh, wie geht's? Ganz schön unheimlich hier. Psst, leise. Ich glaube, da ist jemand. Seht mal. Was für ein Unglück. Ein Unglück. Ich bin ruiniert. Ruiniert. Der große Pergolesi ist erledigt. Verzeihung, mein Herr. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich hier rauskomme? Also willst du das Moulin Rouge auch verlassen? Alle Welt verlässt das arme Moulin Rouge. Das ist eine Verschwörung gegen Pergolesi. Was ist passiert, Monsieur Pergolesi? Hat man Ihnen alles Geld gestohlen? Hat man Sie beraubt? Dieses Gebäude mag jetzt tot aussehen, Mademoiselle. Doch das Moulin Rouge hatte alle Voraussetzungen, das größte Varieté in ganz Paris zu werden. Das Moulin Rouge hätte heute Abend eröffnen sollen. Aber jetzt... Keine Künstler, Mademoiselle. Puff, weg, zack, verschwunden. Meine Konkurrenten berappen ihnen ein Vermögen, damit die Premiere nicht stattfinden kann. Das ist eine Katastrophe, diese Blamage, diese Schande. Aber Monsieur Pergolesi. Ich habe vielleicht eine Idee. Monsieur Pergolesi, haben Sie Platz für eine Mutter, fünf Kinder, ein Papagei, ein Eichhörnchen, einen Hund und mich? Wieso nicht? Wir haben Platz im Überfluss, Mademoiselle. Sissi, ich werde von allen meinen Freunden Sissi genannt. Und ich hätte gern, dass auch wir Freunde werden. Hören Sie, Monsieur Pergolesi, es gibt noch Hoffnung. Meine Brüder Toni und ich könnten die Eröffnung des Moulin Rouge retten. Was? Sie wollen an einem Tag eine Revue auf die Beine stellen? Aber Sie sind zu jung. Sie haben keine Erfahrung. Mehr als Sie glauben. Haben Sie Vertrauen zu Sissi, Monsieur Pergolesi. Außerdem, in Ihrer Situation, was haben Sie da noch zu verlieren? Ihr Kinder habt ganz recht. Ich habe nichts zu verlieren. Danke, Mademoiselle Sissi. Ach, Sissi. Ich vermisse dich so. Und ich habe keine Nachricht von dir. Bist du immer noch in Paris? Franz, sieh mal. Ich komme, um dich mit meinen zwei kleinen Freunden bekannt zu machen. Das sind Daphne und Chloe. Chi, 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 chu. Sind sie nicht süß, die beiden? Ja, sie sind ausgesprochen bezaubernd. Und das ist Cäsar, meine reißende kleine Mieze-Mutzi-Katze. Diedel, 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 mietz, mietz. Autsch, au, hässlicher kleiner... Dein Cäsar ist fürs Sotonic wie aus dem Gesicht geschnitten. Und hier noch mein Brutus, der zauberhafteste kleine Peki. Nun, Franz, wie findest du meine kleinen neuen Freunde? Nun, ich finde sie sehr laut, entsetzlich übellaunig und leicht reizbar. Es ist eigenartig, aber all das zusammen erinnert mich an jemanden. Brutus, Cäsar, Daphne, Chloe, Die Manieren deiner kleinen Freunde lassen noch sehr zu wünschen übrig. Helene kann noch so sehr tun, als wäre sie tierlieb. Sie wird trotzdem niemals sein, wie du bist, Sissi. Der Blutzirkus, die singende Säge, der Jongleur und der Kosake. Glaubst du, das reicht für heute Abend? Uns bleibt keine Zeit mehr für sonst noch jemanden. Die Vorstellung beginnt in knapp 2 Stunden. Lauf du inzwischen zu Dr. Lazarius. Hol dort Mama, Marie und Hildchen ab. Und bring sie ins Moulin Rouge. Ich hoffe bloß, die Vorstellung wird keine Pleite, Ludwig. Ich glaube, die Vorstellung wird eine Pleite, Konrad. Wo sind denn die Flöhe? Wir sehen nicht das Geringste. Betrug! Ich will mein Geld zurück! Wir wollen unser Geld zurück! Ich will mein Geld zurück! Das ist eine Katastrophe, eine Blamage, diese Schande. Keine Sorge, Monsieur Pergolesi. Es wird alles gut werden. Wir haben immer noch den Kosaken. Er hat gesagt, dass er in einer so miserablen Vorstellung nicht auftritt. Er war so wütend, dass er ohne sein Pferd davongestürmt ist. Noch ist nicht alles verloren. Oh, verdammt!
Erde. Merven! Das Licht, das ist Wahnsinn! Ganz im Gegenteil, Monsieur Pergolesi. Etwas Besseres gibt es gar nicht. Sissi rettet die Vorstellung. Oh nein. Sensation. Sie hat das Moulin Rouge gerettet. Ja, Sissi ist gar nicht so übel auf dem Pferd. Ich hab's Ihnen ja gesagt. So einfach ist das. Fantastisch. Erlauben Sie, Madame? Was? Ich werde hier essen, ich küsse mich! Mein Lebenswerk, es ist ruiniert! Die geheimnisvolle Reiterin verzückt im Moulin Rouge das Publikum. Paris hat einen neuen Liebling. Aber wer versteckt sich hinter der Maske dieser geheimnisvollen Kunstreiterin? Die geheimnisvolle Kunstreiterin? Die sollte ich mir mal anschauen. Das ist genau die Art Attraktion, die ich für die Weltausstellung hier brauchen könnte. Was haben Sie gesagt, Mutter? Ach, nichts von Bedeutung, mein Junge. Du scheinst mir in letzter Zeit ein wenig überarbeitet zu sein. Was hältst du davon, mit mir eine kleine Reise nach Paris zu machen? Was? Nach Paris? Mhm. Nein, danke, Mutter. Das ist nett gemeint, aber ich mag nicht. Aber ich, und je früher wir fahren, desto besser. Ich bin's leid, den Tierbändiger zu spielen. Bei diesen Viechern ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Ach, übrigens, Franz, hast du den Kater Cäsar gesehen? Ist er schon wieder ausgebüxt? Es ist das 10. Mal heute. Wenn das so weitergeht, drehe ich noch durch. Wegen der lieben Tierchen oder wegen der guten Helene? Sei nicht gemein, Franz. Na schön, gut. In Ordnung. Wenn die Dinge so liegen, wird Karl mich nach Paris begleiten. Und du, mein lieber Franz, wirst seinen Platz bei Helene einnehmen. Mademoiselle, darf ich bekannt machen, der Hofmarschall seiner Majestät Napoleon III. Kaiser und Oberhaupt aller Franzosen. Meine Hochachtung, Mademoiselle. Ihr Ruhm ist bis in die Tuilerien gedrungen und hat den Kaiser erreicht. Seine Majestät wünscht, dass Sie eine Kostprobe Ihres außergewöhnlichen Könnens im Palais des Tuileries geben. Angelegentlich eines Empfanges zu Ehren eines hohen Staatsgastes. Es tut mir leid, mein Herr, aber das ist unmöglich. Seine Majestät wäre überaus enttäuscht, wenn Sie seinem Wunsche nicht entsprechen würden. Er freut sich von ganzem Herzen darauf. Und er hat mich gebeten, Ihnen diesen bescheidenen Vorschuss von 500 Louisdor zu geben. Mach es, Sissi. Mit diesem Geld sind wir alle Sorgen im Moment los. Oh, schön. Ich komme dem Wunsch des Kaisers nach, mein Herr. Fabelhaft, wunderbar. Seine Majestät wird hoch erfreut sein. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie sehr bald wiederzusehen, Mademoiselle. Und der Mann sagt, dass es nur ein Vorschuss ist. Mit dem Rest können wir um die ganze Welt fahren und deinen Vater, Herzog Max, suchen. Jetzt auf zum Palast von Napoleon! Nein, Toni, du wirst brav ins Moulin Rouge zurückgehen. Wenn wir Arkas in die Arme laufen, würde er dich und Pucki erkennen und wir wären erledigt. Danke. Hier, während du auf mich wartest, kannst du lesen, was in der Zeitung über mich steht. Na schön, in Ordnung, was immer Prinzessin wünschen. Hast du das gesehen, Meister? Das war unsere Prinzessin. Du meinst unsere Diebin, Birne. Folgen wir ihr unauffällig. Kutscher! Ihre kaiserlichen Majestäten, Kaiser Napoleon III. Und Kaiserin Sophie von Österreich. Bravo! Bravo!
Wenn ich Ihnen doch sage, ich bin ein guter Bekannter von Kaiserin Sophie und zudem ein guter Freund der geheimnisvollen Reiterin. Wenn Sie keine offizielle Einladung vorweisen können, kommen Sie hier nicht rein. Und das ist endgültig. Angebetete. Dieser Mann behauptet, Sie zu kennen, Mademoiselle. Er versucht verzweifelt, in den Palast zu kommen. Richtig, er kennt mich. Sogar viel besser, als er meint. Vielleicht ist das ja eine Gelegenheit, mich auf seine Kosten zu amüsieren. Angebetete! Er ist mein glühendster Verehrer. Seien Sie ein Schatz und lassen Sie ihn passieren. Also, was? Passieren Sie. Warum nicht gleich so? Wahnsinn, Meister! Das ist der Wahnsinn! Was, Meister? Ja, das ist der Wahnsinn, Birne. Wirklich ganz unglaublich. Sissi und die geheimnisvolle Reiterin sind ein und dieselbe Person. Direkt aus dem Moulin Rouge, die geheimnisvolle Reiterin. Kaiserin Sophie, Karl, also Sie sind die hohen Staatsgäste. Tja, für einen Rückzieher ist es nun zu spät. Ich kenne nur ein Mädchen auf der Welt, das so reitet. Die geheimnisvolle Kunstreiterin tritt heute mit ihrem Pferd im Palast auf. In Anwesenheit von Kaiserin Sophie von Österreich und einem der kaiserlichen Prinzen. Hast du das gehört, Pucki? Ja, ich wette, Franz ist gekommen, um Sissi zu suchen. Und ich bin sicher, er wird sie daran erkennen, wie sie reitet. Los, Pucki, beeilen wir uns. Es geht zurück nach Schönbrunn. Das ist bestimmt Sissi. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Sissi und Arkas? Nein, das ist unmöglich. Ich muss mich irren. Nein, es tut mir sehr leid, Herr Eifel. Ich wüsste wirklich nicht, wozu es gut sein sollte, einen solchen Turm für unsere Wiener Ausstellung zu bauen. Meiner nicht unmaßgeblichen Meinung nach ist das ein absolut nutzloses Gebäude, das keinen Menschen interessieren wird. Doch diese geheimnisvolle Kunstreiterin würde ideal zu unserer Weltausstellung passen. Aber sag mal, habe ich das Gesicht Ihres Tanzpartners nicht schon irgendwo gesehen? Oh, Sie tanzen, oh, himmlisch. Oh. Und Sie tanzen grauenvoll. Oh, es ist so heiß. Bitte, würden Sie mir ein Glas Wasser holen? Ich habe schrecklichen Durst. Aber gern. Majestät! Meine Liebe, Ihre kleine Demonstration vorhin hat mir ausnehmend gut gefallen. Ich engagiere Sie hiermit offiziell für unsere große Weltausstellung in Wien. Ich bitte um Verzeihung, Majestät, aber das ist unmöglich. Sissi. Oh. Aber nein, Mademoiselle, bleiben Sie. Sie werden uns doch nicht schon verlassen wollen. Hofmarschall, kommen Sie doch mal her. Sehr wohl, Sire. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Sie wünschen Sire? Bringen Sie diese geheimnisvolle Reiterin her. Die Kaiserin bedauert, dass sie abgesagt hat und ich will versuchen, sie umzustimmen. Sie ist nicht mehr hier. Angebetete Unbekannte, Licht meiner Finsternis, verlassen wir diesen Ort, gehen wir fort von hier. Ich liebe dich. Na komm, sei nicht so schüchtern, mein Engel. Hör auf, dich zu verbergen. Erlaube mir wenigstens einen kleinen Kuss, meine kleine Prinzessin. Graf Arkas, aber haben Sie den Verstand verloren? Werf den Wahnsinnigen aus meinem Palast! Es tut mir entsetzlich leid. Bitte entschuldigen Sie vielmals, meine Liebe. Aber das macht doch nichts, mein Bester. Graf Arkas ist ein alter Unruhestifter, der es gewohnt ist, aus Palästen geworfen zu werden. Oh. Er hat mich Prinzessin genannt. Mich, die Monarchin. Oh. Da fühle ich mich gleich wieder jung. Und dann bin ich dank meines Auftrittes bei dem Empfang hier in der Lage gewesen, Mama und die Kinder nach Possenhofen zurückzuschicken. Und jetzt muss ich unbedingt Papa finden und ihn befreien. Ja, und der Einzige, der weiß, wohin Max verbannt wurde, ist dieser Halunke zur Tornik. Wenn das so ist, sag deiner Mutter, dass ich ihre Einladung annehme. Nur in Wien finde ich Mittel und Wege, zu Tornik sein Geheimnis zu entreißen. Wundervoll! Franz wird begeistert sein. Franz darf nicht erfahren, dass ich die geheimnisvolle Reiterin bin.
Versprich es mir, Karl. Eines Tages werde ich dir vielleicht sagen, warum. Ja, schön, gut. Ich verspreche es. Aber du weißt, Sissi, Franz liebt dich immer noch. Er wird dich nie vergessen. Und ich werde ihn nie vergessen, Karl. Niemals. Sissi! Oh! Sag schon, hast du Franz gesehen? Fahren wir jetzt zurück nach Wien? Oder weißt du, dass wir nach Wien zurückfahren? Es ist nicht gerade die feine Art, sich einfach davonstehlen zu wollen. Prinzessin Sissi. Oh nein, nicht die schon wieder. Lassen Sie uns in Ruhe! Lassen Sie los! Nicht bevor wir die 1000 Luidor wieder haben. Wo sind die? Auf mit der Pinke, hast du gehört? Rück die endlich auf! Halt! Halt auf, mein Engel! Sei tapfer! Ich rette dich! Graf Ackersheim, wir sind es, Lamouche und Birne! Oh, nicht mehr fragen! Ihr seid das? So, also überfallen wir jetzt nächstens junge, hübsche Reiterin, ihr elenden Halunken. Aber die geheimnisvolle Reiterin ist in Wirklichkeit Prinzessin Sissi. Ja, und sie entkommt uns gerade nach Wien. Prinzessin Sissi mit den 1000 Luidor, die sie uns gestohlen hat. Und das alles verdanken wir Ihnen, Graf. Komm, Birne, mein Freund, gehen wir. Wien? Mit 1000 Luidor? Aber soll das heißen, ich war in Sissi verliebt? Unser Stern leuchtet immer noch. Oh, mein Franz. Mein geliebter Franz. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich bald wieder in deiner Nähe sein werde.